Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Runde mit 7 Days to Die. Ja, was soll man sagen? Wir wollen heute ein bisschen Turmbau machen und natürlich die üblichen Verdächtigen Xyra on Tour. Hallo. Und unser Nordisch, Ja, Junda. der ein bisschen kränklich ist heute. Ja, nicht nur heute, die letzten Tage, also ja. Ja, ich kenne das. Ja. Ja, nur dass ich nicht so leide. Das kommt noch, das kommt noch. Warte mal ab. Nee, ich bin ja schon wie auf dem Wege der Besserung. Also die Frames so setzen, das könnte ein bisschen schwierig werden. Ich sehe nichts. Es ist zu dunkel und von draußen zu hell. Also hier bei mir draußen zu hell. Bert, du stehst gerade ein bisschen im Weg. Ja, Entschuldigung. Ah! Okay. Wollt ihr einfache Beplankung machen oder doppelte? Erstmal die einfache. Hallo? Setzt der sich vielleicht mal ordentlich hin? Ja, wie gesagt, jetzt wollen wir erstmal Turmbau machen. Und dann schauen wir mal weiter. Ich denke mal, dass wir auch demnächst mal wieder die Stadt gehen. Ja. Ah, vielleicht mal zur richtigen Stadt, zur großen, wa? Oder? Hatten wir die schon gefunden eigentlich? Hatten wir die eigentlich schon gefunden? Die große Stadt sollten wir schon gefunden haben. Moment, ich guck mal. Ah. Also, Nordisch, so funktioniert das nicht, weil ich komme da außen Warum nicht nicht? mehr ran. Doch. An die Frames. Nee, ich muss mir noch einmal kurz was rumbauen. Nee, also die große Stadt, die grenzt hier an. Wir waren noch nicht drin. Nee, aber sind wir eigentlich genau daneben. Das Zumindest sollte sie sie. das sein. Du kannst auch über die Ecken, kannst du doch hoch. Wir sind ja noch nicht ganz oben. Wenn du jetzt hier links zum Beispiel rumgehst. Ah ne, da ist okay, da sind keine Frames Naja, mehr. Da siehst sind du? auch keine Frames mehr. Das meine ich Doch, doch. hier kannst du rum, auf der Ich Ecke hier. baue mich mal so hoch. Ich habe ja auch noch ein paar Frames. So. Wups. Wow. Ja, Leute, es tut mir leid, aber die Sonne hier bei mir, die mir so richtig schön auf dem Monitor scheint, die ist ganz grandios. Ich sehe irgendwie so gar nichts. Ha, aber so stimmt's. Wie du hast Sonne, wir haben ja gar keine Sonne. Das. Also ich habe hier Sonne, ich habe immer Sonne. Ein bisschen schöner als ich. Ganz einfach, weil ich erstmal nur diese Seite hier mache. Wie hoch Ah, wollen ja. wir eigentlich? Also. Naja, wir müssen ja zumindest aus dem Loch rausgucken. Ja, das ist schon logisch. Ich meinte auch viel eher, wie weit über das Loch. Ich weiß nicht, vielleicht so hoch, dass wir die zumindest bequem abballern können. Also vielleicht so ein, zwei Schichten drüber oder so. Na, ein, zwei Schichten reicht nicht. Da müssen wir ja schon drei oder vier Schichten hoch. Wow. Na. Riesenturm. Tja, wir müssen ja auch irgendwie aus diesem Loch rauskommen. Ah ja, das ist das nächste Ding. Wie kommen wir wieder runter? Also ich komme hier über meine Frames runter. Aber Ich in der baue Mitte euch. baue ich gleich noch einen kleinen Balken und da kommt eine Leiter hoch. Achso, ja gut, ich bin gerade dabei, Sticks zu craften. Dann wollte ich ja eigentlich eine Leiter mit hochmachen, weil ansonsten würde das ja für mich auch Ja, ein ja. wenig blöd. Ja. Och. Achso, eigentlich, was sollen wir hier mit so einer Säule noch? Können wir eigentlich direkt an der Wand hochmachen? Das ist ja. Ne? So. Ja. Ich schau mal, dass ich hier irgendwie jetzt nicht runterfall nach Möglichkeit. Obwohl, ich kann das auch mal so machen. Das klappt bestimmt auch. Das klappt. Nein, nicht die. Und ich bin noch nicht schwindelfrei. Nee, bin ich tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Flup, blub, blub. Wups. So viel zum Thema nicht runterfallen. Ah! Ist der nächste gefallen, ja? Ja, aber ich hab mir gar nichts gebrochen. Ist ja geil. So, Nee, ich ich mache bin mir ja hier auch ein noch mal einen bisschen doppelten eins, Boden. zwei, Besser ist das. drei. Ich hätte hier auch mal hier auch noch Blöcke setzen müssen, das habe ich gar nicht auf dem So. Plan gehabt. Komme ich da unten noch an? Nein. Nein, da war es doch schon. Ich war zu voreilig mal wieder. So. So. So.
So. Au. Und so, was ist denn jetzt? Kriegst. Aha, das geht nicht. Was denn? Man kann nicht hochspringen und unter sich die Blöcke setzen. Doch, das mache ich doch auch die ganze Zeit. Weil irgendwie durch den Block. Mhm. Dann ja, kannst das kann du auch das mal nicht. Passieren. Mir ist es auch schon mal passiert. Da hatte ich so eine Holzsäule gebaut, bin hochgesprungen, bin durch den ersten durchgebackt und quasi war in den Woodframes gefangen. Das war auch äußerst spaßig. Das hört sich auch sehr gut an. Aber das Geile an der Sache war, ich konnte mich nicht befreien, weil du kannst mit dem Werkzeug dich nicht rauskloppen. Aha. Aber ich das ist doch denn gar nicht so geil. Nee, das ist auch gar nicht so geil. Und das was auch noch richtig gut war, Selbstmord hatte ich auch nicht so viel. Blödsinn, selbst umbringen konnte ich mich gar nicht. Und was wollte ich überhaupt sagen? Ich weiß nicht. Ich glaube, es lief einfach nur darauf hinaus, dass du in den Frames gefangen warst. Ich weiß nicht, ob da noch eine heroische Pointe kommt, in der du es nachher doch schaffst, aber... Nö, ich war ja nicht alleine auf dem Server, ich wurde dann befreit. Ach so. So. Na, komm ich da noch an? Nein. Einen brauche ich noch. Gut. Na. Hab so ein bisschen Angst. Da, ich hab's wieder geahnt. Was denn? Dass ich jetzt natürlich schon wieder runterfall. Ja, ich baue mir hier die ganze Zeit schon Frames einmal noch ein bisschen, damit ich... Also auch so um meinen Balken rum, den ich mir hochbaue, damit ich nicht runterfall. Danach nehme ich die dann halt wieder ab. Machen wir nochmal so. So, so, jetzt sollte ich hier sicher sein. Ah! Oh, das war knapp. Oh, du erschreckst mich aber auch immer. Ja, ich hab mich auch erschreckt. Eieiei. Wieso, bist du schon wieder runtergefallen, oder? Nee, wäre ich auch fast. Ich bin genau auf der Kante gelandet. Das nennt man den Spannungsbogen aufbauen. Ob noch was passiert oder nicht. Wollen wir hier den Boden machen? Den Boden einziehen? Ach, fuck. Naja gut, man könnte ja sowieso eigentlich einmal so einen Zwischenboden machen, ne? Könnte man, aber jetzt backe ich auch durch die Blöcke durch. Das ist ja toll. Was habt ihr hier jetzt meinem Spiel eingeredet? Ganz komische Star-Allüren jetzt. Ganz komische Star-Allüren. Ja, aber was wollt ihr mit dem Zwischenboden? Also von mir aus könnt ihr den ja also gerne falls machen. Falls man mal, was weiß ich, von der Leiter rutscht, etc. pp. Ich glaube, wir machen noch eine Schicht hoch. Was wird sonst mischen? Ja, warte mal, ich baue hier mal einen Zwischenboden ein. Ja, dann mach das mal. Genug Holz hast du? Ja, sollte klappen. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch, oder wie, oder was? Ist gerade genau das gleiche Problem wie du eben. Frames? Huch. Ich würde hier doch irgendjemand keuchen. So, ab wo mache ich denn inzwischen Boden? Wie weit bin ich denn da oben schon? Könnte ich das ja theoretisch auch anders versuchen? Ich probiere es jetzt einfach nochmal hier. Das dauert auch mit den Woodframes, ey. So, noch eine. Nee, irgendwie komme ich da nicht mehr hoch. Das ist ja blöd. Da muss ich erstmal von da oben gleich probieren. Dann sammle ich jetzt hinter mir hier wieder die ganzen angedatschten Frames ein. Angedatschten? Ja, meine angedatschten. Das waren meine Sicherheitsframes, die leider ja nichts gebracht haben. Zumindest dieses Mal nicht. So. Gut. Ich versuche das mal kurz von außen, ob ich mich da irgendwie kurz vom Felsen rüberbauen kann. Habt ihr schon eine Leiter oder sowas gebaut? Sticks habe ich schon, also Leiter hatte ich jetzt gleich vor zu machen. Okay, also da ist da. Da ist also der Aufgang, ne? Gut, dann lasse ich nämlich da frei. Oh. Warum sah es denn da so eckig aus?
So. Ja, das ich wollte schon sagen, da kommt eine Horde, ey. Ja, bin ich so dick? Bin ich so dick, dass ich gleich eine ganze Horde ersetze? Ich glaub das ja wohl nicht. Ah, ein sympathisches Kerlchen. Ja, der Wahnsinn. Ich weiß, immer auf den Punkt, man muss ihn einfach lieben. Ja. Nein, natürlich nicht. So, aber ich würde sagen, so wenn ich das so von hier sehe, so ist das doch recht gut. Es kommt keiner ran. Ich guck mal, ob ich von hier jetzt schon mal so ein bisschen mit oben verkleiden kann. Ja. Ja. Bin gerade im Überlegen. Oh je. Obwohl, ist auch erstmal egal. Dann mache ich jetzt auch noch ein paar Ramps, die werde ich außen rumbauen, damit wir hier nicht abstürzen. Ja, genau, das war nämlich gerade meine Überlegung gewesen, ob ich nicht vielleicht den Gang mehr mittig mache. Okay, die Ramps drumrum, die machst du denn? Dann komme ich nämlich gleich mal wieder. Ich hoffe jetzt, ich sterbe hier nicht. Oder ich breche mir irgendwas. Nee, alles gut. Brauche ich dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 also. Bufframpen. Ramframes. 12 Stück. Braucht ihr hier diesen Außenturm noch? Die Frames, die hier sind, die brauchtet ihr wahrscheinlich nur, um oben anzukommen, ne? Dann nehme ich die nämlich mal wieder runter. So. Dass ich immer hinter euch herräumen muss. Ja. Kannst du so nicht sagen. Doch, kann sie. Ja, richtig. Schönes Wetter heute. Du musst da kurz mal aus der Ecke rauskommen, Bert. Jo. Okay. So, dann machen wir ihn ganz besonders schön. Dann werden wir hier. Geht das überhaupt? Das geht gar nicht. Ich werde mal einen bauen. Mal schön. Mal sehen, ob das überhaupt funktioniert. Inner Frames, Outer Frames. So. Glaub, das geht nicht. Bald sind wir hier gegen jede Horde gewappnet. Wenn wir dennoch den Turm haben bei Bets Ausgang da, dann können sie von überall kommen und haben keine Chance. Achso, auf der anderen Seite hier hinten ist auch noch. Oder ach, da hinten ist gemacht? Einer. Sehe ich von hier jetzt natürlich nicht. Na gut, dann bauen wir uns da nochmal rüber. Na gut. Nur noch ein paar Fackeln müsste ich mir machen. Fackeln sind in einer Kiste. Und zwar ganz rechts oben. Eine normale Kiste ist das. Eine normale Kiste. Eine normale Kiste. Wollt ihr hier eine normale Tür einbauen oder eine versteckte Tür? Ich würde fast sagen, die normale könnte reichen, ne? Weil bis die überhaupt da sind, müssen die ja auch schon durch einige Türen durch. Na gut, dann kriege ich einfach mal eine. Naja, wenn sie hier reinfallen, weiß ich nicht, ob wir die unglücklich landen. Na gut, aber selbst dann müssten sie ja erstmal durch die Falltür. Die haben wir ja auch zu, wenn wir klug sind. Nee, auf die Plattform meine ich. Ja, eben, dann müssen. Habe ich hier noch. Achso. Dann müssen sie ja auch erstmal durch die Falltür, um auf die Plattform. Achso, du meinst gleich direkt. Okay, dann. Ja, gleich direkt auf die Plattform. Jetzt habe ich es auch. Ja, nee, da stimmt. Ich habe etwas länger gebraucht, es tut mir leid. Ja, es macht nichts. Na gut, dann warte ich damit noch. Oh, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. So, immer falsch.
Der kleine Wehrturm hier. Ja, der Hordenturm. Der Hordenturm. Hör ich schon wieder irgendwas keuchen? Wo seid ihr, Schweine? So. Ich glaube, da hinten kommt eine Horde. Hätte ich bloß nichts gesagt. Moment. Das ist noch ein super Speerturm. Da kann man richtig schön gucken. Ach so, da kommen die drei Spiders. Oh ne, da kommt noch eine Horde. Da kommen mehrere. Kriegen wir schon Besuch, oder? Ja. Yep. Bin unterwegs. Ich bin auch schon auf dem Weg hin. Ich laufe entgegen. Achso, ich muss... Hätte ich doch hier irgendeinen Ausgang gebaut, da. Und wo kommen die denn? Von oben? Von unten? Von links? Von rechts? Süd. Also relativ südlich. Wow. Ups. Spring. Hier ging's doch gar nicht weiter. Oder doch da. Aha. Bist du hier, bis sind sie weg? Ja, der Weg, der ist noch ein bisschen blöd gemacht. Fuck, 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 fuck. Okay. So, looten. Da kommen noch ein paar. Ja? Ja, ich guck erstmal, was mach du mal. Loot du mal ab und dann ich klopp diesen kaputt hier. Ups. Oh, Nägel. Ach Quatsch, warum nehme ich denn jetzt diese Kackknochen mit? Schon weg. Na ja, gut. Na gut, es war eine kleine Horde. Naja, gut. Es war eine Familie. Da läuft auch noch, kriegt auch noch eine. So, ich muss mal kurz. Einen Beaker hatten wir immer noch nicht, ne? Nee, immer noch nicht. Hatten wir nicht einen Beaker? Nee. Oh. Ja, wir müssen mal gucken. Hier haben wir ja noch dieses Notausgangsloch, was wir da nochmal hinbauen, ob wir, ja. Ich würde fast sagen, das Notausgangsloch, das könnte dann ja auch fast zu, ne? Ja, dafür haben wir aber, glaube ich, kein Material mehr. Ja, wir hätten mehr als genug Erde, die wir da erstmal reinklatschen können. Das kriegen wir schon hin. Sieht gar nicht schlecht aus, unser Turm. Ja, ne? Aber vielleicht sollten wir die obere Hälfte ein bisschen verstärken, wenn nachher die Kotzer kommen bei den Feral Horden, die kotzen uns da durch. Yep. Hör doch hier irgendwo noch ein Zombie. Ich auch, ja. Der ist sicherlich hier wieder an so einer Kante hier. Am Felsen. So. Oder im Wasser, kann natürlich auch sein. Na, ich will gerade mal hier vorne im Wasser gucken bei uns. Da verirren sich ja auch häufig mal welche. Achso, bist du auch gerade. Ach, da ist sie. Da, 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 da. Gut. Ach ja, genau. Ich wollte Fackeln bauen. Wir haben Fackeln. Subnautica hier. In den Kisten oder wo? Ja, ganz rechts oben in einer normalen Kiste. Okidoki. Warum hört mir eigentlich nie jemand zu? Oh, Kaffee ist fertig. Kaffee ist fertig? Das ist ja schon ein bisschen her. So, huch. Jetzt falle ich hier fast schon wieder rein. Nee, aber das sieht wirklich recht annehmbar aus. Wo sind jetzt eigentlich die Blaubeeren hin? Da. Jetzt fehlt nur noch der zweite Turm. Ich weiß nicht, wie sieht es holztechnisch aus? Boah. So, die beiden hier können wir weg. Oh. So, wo war denn hier das Loch? Das muss ja hier irgendwo gewesen sein. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, kommen wir auch endlich wieder zum Ende.
Ich habe das Loch noch nicht gefunden. Oh, ist das schlimm? Geht das schon wieder los? Ja, ach Mann, ich meinte... Ja, wenn ich jetzt ja, sage, ja, sag, Bats Loch, dann hört sich das auch nicht besser an. Ist mir egal. Also, ihr seid Schweine, Schweine. Ja, ihr Lieben, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, schreibt was in die Kommentare und dann sehen wir uns zur nächsten Runde mit 7 Days to Die. Bis dann, tschüss. Okay, macht's gut und tschüss.